Ja, erstmal nochmal ganz, ganz doll Danke an Anne. Naja, total komplett, total eingängig. Kotau, Kotau, Kotau. Kotau passt zu Naja, weil beim Kotau berührt der, der den Kotau ausführt, mit seiner Stirn den Boden vor dem, für den er den Kotau als Ehrwürdigkeitsgeste ausführt. Und um sowas zu machen, oder um dem Guru die Füße zu küssen, oder selbst den Handrücken zu küssen, braucht man schon eine Geisteshaltung, die wirklich geprägt ist von Hingabe. Also wenn man da so ein lykopodisches Thema hat, ich beuge mich vor niemand, dann ist das fast schon eine Kontraindikation für Naja. Wir machen zwar keine Negativsymptome, aber wir können uns einfach merken, und das hat ja auch Anne in ihrem Vortrag so wunderbar dargestellt, dass das Thema von Naja wirklich ist Hingabe im positivsten Sinne, aber im Grunde im pathologischen Sinne eine Hingabe, die sehr unreflektiert ist und dadurch zu Ausnutzung, Demütigung oder Unterdrückung führt. Andererseits wissen wir ja, man ist nur unterdrückbar, wenn man eine Resonanz zur Unterdrückung hat. Und durch diese starke Hingabe, die Naja hat, hat sie auch eine Resonanz zur Unterdrückung. Also Hingabe, die dann in ein unterdrückt werden, in ein ausgenutzt werden, in ein gedemütigt werden, in ein verletzt werden hineinführt. Das ist eine ganz starke Naja-Indikation. Ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen zu Naja, die das Bild noch ein bisschen abrunden, wobei das Bild von Anne war ja schon sehr, 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 sehr komplett. Aber ich möchte noch ein paar Sachen dazu sagen, die für mich sehr wichtig sind. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen einer Patientin, die zu mir kam, ungefähr 30 Jahre her, und die einer hinduistischen Gemeinschaft angehörte, die im Grunde eine ganz starke Verbindung hatte mit zölibatärem Leben. Also man sollte eigentlich in dieser Gemeinschaft keine Sexualität leben, man sollte sich ganz der Hingabe an den Guru und der Hingabe an der Menschheit widmen. Man sollte ganz viel Yoga machen, man sollte ganz viel einen Tanz tanzen, der hieß Tandava, der Tanz des Shivas. Aber Sexualität sollte, wenn irgend möglich, nicht gelebt werden und wenn überhaupt nur in vom Guru oder seinen Mönchen geschlossenen Ehen. Ein großes Problem dieser Patientin, die zu mir kam, war, dass sie eine sehr ausgeprägte Libido hatte und trotz der Verbote in dieser Sekte oder in dieser Gemeinschaft Sexualität lebte. Weil Sexualität war sowas wie ihr Lebenselixier und besserte, und das ist gut, das hat Anne ja auch schon gesagt, besserte alle Beschwerden. Sexualität bei Naja bessert sogar Beschwerden, von denen man sich überhaupt nicht vorstellen könnte, dass die durch Bewegung und Ekstase überhaupt gebessert werden könnte. Das sind Leute, und das war auch bei dieser Patientin so, die können normalerweise keine drei Schritte machen, aber sie können 2 Stunden den ekstatischsten Sex der Welt haben. Und in diesen 2 Stunden kriegen die nicht einmal Herzprobleme, aber wenn sie eine Tröppe geben, haben sie einen wahnsinnigen Angina Pectoris-Anfall. Das ist wirklich typisch bei Beschwerden, wo sonst Bewegung und Anstrengung verschlechtert, bessert Naja. Das ist ein paradoxes Symptom, 153. Für alle Tantriker ist es natürlich überhaupt kein paradoxes Symptom, aber in der reinen Phänomenologie der Homöopathie kann man das schon als ein paradoxes Symptom sehen, was ganz stark auf Naja hinweist. Diese junge Frau, die zu mir kam, hatte einen Sohn, der war damals 4, und sie hatte einen Vater, der war Chefarzt einer großen Klinik in Norddeutschland. Und sie hatte seit einigen Monaten starke Atembeschwerden und war dann in die Klinik gegangen, hatte sich untersuchen lassen
Und da war rausgekommen, dass sie eine Verengung der Lungengefäße hatte. Also ihre Lunge war überhaupt nicht mehr durchlässig im Grunde für Blut, aber eben auch nicht mehr wirklich für Sauerstoff, weil die Gefäßwände zwischen den Kapillaren, also da, wo der Sauerstoff reinkommt und ins Blut übergeht, die waren total verdickt und es fand eigentlich keine Diffusion mehr statt. Und ihr Vater, das muss man sich mal vorstellen, hatte eine Überweisung, sprich eine Einweisung geschrieben für eine Herz-Lungen-Transplantation. Das war damals vor 30 Jahren der größte Eingriff, den Chirurgie damals leisten konnte. Und aber mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 20%. Aber der Zustand war eben wirklich so desolat. Ich kannte diese Schülerin auch ein bisschen privat. Ich bin ab und zu mal mit meiner kleinen Tochter und mit ihrem kleinen Sohn, die waren dann nachher ein bisschen befreundet, spazieren gegangen auf der gerade neu eröffneten Buga. Und ich weiß, dass sie alle Bank, immer wenn eine Bank kam, mussten wir uns 5 Minuten hinsetzen. Und sie nahm ein Medikament, Nifedipin, so ähnlich hieß es. Das ist ein Medikament, was im Grunde diese Kapillaren einfach mal wieder weitstellt für eine Weile. Aber das musste sie wirklich alle 30 Meter nehmen. Das ist wirklich wichtig. So stark war schon ihre Pathologie. Und irgendwann, wie schon gesagt, kam sie in meine Praxis und erzählte mir ihre Geschichte, erzählte mir von ihrem total spirituellen Sein, von ihrer totalen Hingabe an den Guru, erzählte mir aber trotzdem von der großen Zerrissenheit, diesem Guru und seinen Dogmen dienen zu wollen, aber gleichzeitig diese starke Libido zu haben, mit dem großen Verlangen, diese Libido auch auszuleben, wobei sie dann durch das Ausleben eine Verbesserung ihrer Symptomatik hatte. Und ich hatte sofort das Gefühl, diese Erkrankung hat zu tun mit diesem Widerspruch. Einmal die Hingabe an den Guru und einmal die Hingabe an ihre eigene Libido. Also wenn sie zum Beispiel in einer tantrischen Gemeinschaft gelebt hätte, wo Sexualität ein Einweihungsweg in das Göttliche ist, und da ist Naya bei Martin Bomar das einzige Mittel in der Rubrik. Tantra. Wenn du im Bomar unter Tantra aufschlägst, findest du nur Naya. Und die höchste Form der Nayaschen Einweihung ist wirklich ein tantrischer Weg, wo Sexualität als Vehikel genutzt wird, um göttliche Realisation zu erschaffen, um Gefäß zu werden während der Liebe für die Invokation des Göttlichen. Und Naya-Menschen erleben sowas. Naya-Menschen erleben wirklich, wie der Drache sie besetzt, wie die Morrigan sie besetzt, wie die Kali sie besetzt, wie andere Krafttiere, auch erotische Krafttiere, sie regelmäßig besetzen. Und sie erleben sich dann als das, was sie besetzt. Sie sprechen mit einmal Sprachen, die sie noch nie gesprochen haben und verhalten sich auch in einer sexuellen Begegnung auf eine Art und Weise, wie sie sich vorher nie verhalten hätten. Also Naya hat das große, große Thema Sexualität als Gefäß, als Gefährt, um zu einer tiefen Realisation des Göttlichen oder auch des Nicht-Dualen zu kommen. Und immer wenn es da sowas gibt wie eine Überschneidung zwischen Moral, zwischen Anspruch und der eigenen libidinösen Realität, da kann ganz stark Naya als Hilfsmittel im Grunde eingesetzt werden, wenn diese Zerrissenheit, wenn dieses Fragezeichen ans Herz geht. Ans Herz geht. Gut. Ja, und sie kam zu mir und erzählte mir von diesem ganzen Problem. Und es war natürlich eine sehr traurige Stimmung, eine sehr belastete Stimmung. Und sie erzählte mir, als ich sie fragte, was wäre denn ihr Wunsch an mich, dass sie eigentlich nur einen einzigen Wunsch hätte. Sie möchte erleben, dass ihr Sohn 18 Jahre wird und sein Abitur macht. Das war ihr einziger Wunsch. Und ich wusste, 14 Jahre, ja, habe ich gesagt, da kümmere ich mich drum. Ich versuche alles, dass du diese 14 Jahre noch schaffst.
Sie hatte die Überweisung zu dieser Operation, die sollte in 2 Monaten stattfinden. Und ich sagte zu ihr, die Operation stellt vielleicht erstmal noch zurück, wir gucken jetzt erstmal mit der Homöopathie. Und ich gab ihr als erstes Mittel Auro, Herz, diese tiefe Beziehung zur Heiligkeit, dieser mega erfolgreiche Vater, der selbst Herzchirurg war, die Erkrankung von Lunge und Herz, der dadurch sehr erhöhte Blutdruck, auch ein wichtiges Symptom für Augen, und ich gab ihr Aurum. Aber Aurum in LM6 und LM12 machten überhaupt keine Verbesserung dieser Situation. Überhaupt keine Verbesserung. Und ich merkte, dass es da irgendetwas gibt, wo ich auch eine Grenze habe. Ich war damals ja noch relativ jung in diesem Beruf. Ich hatte vielleicht gerade mal 5 oder 6, 7 Jahre Praxiserfahrung. Und es war vielleicht bis dahin der schwerste Fall, den ich hatte. Und darum rief ich einen Freund von mir an, der organisierte gerade die Seminare des berühmten griechischen Arztes George Vitulkas in Celle. Mein Freund leitete die Akademie für ärztliche Weiterbildung in Celle. Und ich sagte zu ihm, lieber Reinhold, guck doch mal, ob ich diese Patientin bei Vitulkas mit reinbringen kann, weil der Vitulkas machte bei diesem Seminar Anamnesen, Live-Anamnesen vor 300, 400 Leuten und erklärte dann seinen Weg zur Arzneimittelfindung. Und der Freund kümmerte sich darum und sie konnte irgendwie 14 Tage später nach Celle fahren und mit diesem Vitulkas Anamnese machen. Und das war wirklich völlig irre zu sehen, wie dieser Vitulkas mit ihr in Kontakt ging. Ich habe immer gesagt, der hat sich in den ersten 10 Minuten der Anamnese total in sie verliebt. Und das merkte man irgendwie daran, dass er ganz viel mit ihr über Sexualität redete. Das machte er sonst gar nicht so sehr. Und da erzählte sie von der lindernden, schmerzbefreienden Form von Sexualität, wie sie sie erlebte. Und selbst sie sagte, wenn es eine sehr heftige Sexualität ist, auch eine körperlich imperative Sexualität, hätte sie nie irgendwelche Beschwerden, sondern hätte danach noch stundenlang ein sehr viel freieres und ein sehr viel, ja, erlösteres Gefühl. Und er gab ihr Naya Tripudians. C30, später 200 und innerhalb von 6 Wochen verschwanden 90% ihrer Beschwerden. Und ich bin mir sicher, dass ihre Pathologie, ihr Herz, wahrscheinlich noch genauso aussah wie vorher. Und ihre Lunge auch. Aber die Beschwerden waren fast weg. Das erleben wir ja mit der Homöopathie sehr oft, dass man sagt, da kann eigentlich gar nichts heilen, da kann eigentlich gar nichts besser werden, weil die Beschwerden sind so stark und sie sind im Grunde, sie fußen auf klaren körperlichen Veränderungen. Also da kommen wir homöopathisch irgendwie an Grenzen und dann geben wir aber die Homöopathie und dann merken wir, dass die Beschwerden trotzdem besser werden. Und wir können uns das gar nicht erklären, weil das anatomische Substrat, also die Anatomie, oft erstmal überhaupt nicht verändert ist. Die Wirbelsäule ist noch genauso schlecht wie vorher, aber auf Kaustikum sind alle Wirbelsäulenbeschwerden verschwunden. Der Tumor im Kopf sieht im CT noch aus wie vorher, aber nach Hypericum und Konium sind die Beschwerden des Tumors verschwunden. Also das ist ja eines der großen Mysterien in der Homöopathie, dass wir teilweise Beschwerdefreiheit haben bei gleichbleibender anatomischer Situation. Ja, und ich war natürlich total glücklich und sie ging dann nach einem Vierteljahr wieder zu Vitulkas, der gab ihr den Naya in einer höheren Potenz, C10.000, später 50.000. Und trotzdem kamen die Beschwerden nach 2 bis 3 Jahren wieder. Und es wurde nochmal Naya hochgegeben, was diesmal überhaupt nicht half. Dann wurde Medorinum gegeben, was auch überhaupt nicht half. Und dann hatte ich einen Traum. Ich hatte den Traum, dass ich mit ihr durch eine Welt wanderte,
postapokalyptisch, also Meteoriteneinschlag oder Atomkrieg, das war nicht ganz klar. Und ich war in dieser Welt sowas wie ein Ordnungshüter. Einer der wenigen Überlebenden, der dann auf dieser Welt halbwegs noch für Ordnung sorgte, so ein bisschen wie Mad Max oder sowas. Und ich sollte sie durch diese Welt führen zu einer Insel, wo ein heiliger Mann lebte. Und der würde sie dann heilen. Und ich bin aus diesem Traum ausgewacht und dachte, Mensch, das ist ja aber ein totaler Naja-Traum. Zu einem heiligen Mann soll sie gehen und der kann sie dann heilen. Und ich empfahl ihr nochmal Naja zu geben und ich sagte, ich würde mal nachdenken, welcher heilige Mann auf einer Insel mir einfallen würde. Und da fiel mir jemand ein, der damals in unserer Szene ziemlich spektakulär war. Der Magus von Strobolos, das Buch über ihn heißt Der Magus von Strobolos. Strobolos ist ein Bezirk von Nikosia auf Zypern. Und dieser Mann hieß einfach nur Daskalos. Wobei Daskalos nichts anderes bedeutet wie Lehrer. Aber in unserer Szene wurde von ihm eigentlich immer nur als Daskalos geredet oder als Magus von Strobolos. Und ich sagte ich sagte zu dieser Patientin, komm, da musst du hinfahren und dann wird der dich wie auch immer heilen. Ich glaube an meinen Traum. Und sie glaubte, dass ich es glaube. Und sie machte sich dann auf den Weg nach Strobolos. Ich hatte ja noch den Flug bezahlt, weil sie ganz, ganz wenig Geld hatte. Und sie kam im Grunde nach 14 Tagen wieder zurück, war ganz aufgeregt und sagte, ja, der Magus von Strobolos hätte zu ihr gesagt, sie hätte kein organisches Problem, sie hätte ausschließlich ein spirituelles Problem. Und wenn sie bei ihm ein Jahr lang leben würde und seine Schülerin werden würde, dann wäre sie geheilt. Es ging ihr auf das Naja, was ich ihr dann gegeben hatte. Ich glaube, ich habe ihr eine LM6 gegeben, weil manchmal wirken LM-Potenzen noch, wo C-Potenzen nichts wirken. Ging es ihr schon etwas besser, aber noch nicht wirklich so gut wie bei den ersten Naja-C-Potenzgaben. Und dann organisierten wir das, dass der Sohn aus der Schule kam. Wir organisierten die Finanzen, dass sie da ein Jahr leben konnte. Sie untervermietete ihre Wohnung. Und dann brachte ich sie zum Flieger und dieser Flieger brachte sie nach Nikosia und in diese einjährige Schülerschaft bei diesem Daskalos. Ich muss dazu sagen, dass wir öfter mal Eislaufen gingen in Neukölln auf der Schlittschuhbahn. Und da war es wirklich so, und das fand ich dann auch immer sehr traurig, dass sie maximal eine Runde fahren konnte. Dann musste man wieder an die Bande Kakao trinken, weil sich ihr Herz wieder erstmal wieder erholen musste. Und sie war dann ein Jahr bei diesem Daskalos und war da sehr hingegeben. Er hat sie nicht so arg beachtet. Das ist ja bei manchen Schüler-Lehrer-Beziehungen so, dass man manchmal denkt, ey Mann, bin ich ja nur die Putzfrau vom Guru. Ich denke, das hat aber auch was mit der Naja-Problematik zu tun. Und sie durchlebte dann auch diese scheinbar unbeachtete, nicht wertgeschätzte Zeit bei diesem Guru. Irgendwann fragte sie ihn mal, warum soll ich eigentlich hier sein, wenn ich doch nur den ganzen Tag putze und Wäsche wasche und den Tempel pflege. Und dann sagte der Guru zu ihr, ja, du musst wissen, dass ich dich jede Nacht 6 Stunden operiere. Weil er war dafür bekannt, dass er nachts seinen Körper verließ, zu ganz bestimmten Leuten ging, manchmal zu 12 gleichzeitig. Der konnte sich ähnlich wie Harry Potter teilen und sie dann nachts operiert. Und was in diesem Jahr wirklich passiert war, von Monat zu Monat, sie hatte das Naja noch eine Weile weitergenommen, dann aber weggelassen, dass sie eigentlich völlig beschwerdefrei wurde. Völlig beschwerdefrei. Und als ich sie dann nach einem Jahr wieder abholte vom Flieger, sind wir gleich danach Schlittschuhlaufen gegangen. Und sie ist mit mir 1,5 Stunden im Kreis gefahren und sie hatte nicht einmal eine Beschwerde. Und diese Beschwerdefreiheit hielt sich seitdem.
Wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren, weil sie zog wieder nach Bayern und hatte dann eine eigene Praxis etc. Aber es ging ihr nach diesem Auftritt beim Daskalos und der wiederholten Naja-Gabe eigentlich wunderbar. Sie besuchte mich dann wieder kurz bevor ihr Sohn 18 wurde und da ging es ihr aber schon zusehends schlechter und sie war irgendwie, so war mein Gefühl, schon fast entrückt, sie war schon fast in der geistigen Welt und war aber total im Frieden, war total dankbar, dass sie ihr Lebensziel im Grunde erreicht hatte, ihren Sohn erwachsen werden zu können und der Sohn machte dann auch Abitur und sie schlief 4 Wochen nach diesem Abitur ganz, ganz friedlich mit sich und ihren Göttern versöhnt ein. Und ich sage immer, und wenn ich nur deswegen Homöopath und Lehrer geworden bin, damit diese Frau erleben konnte, dass ihr Sohn 18 wird und das Abitur macht, dann hat sich im Grunde mein Homöopathenleben gelohnt. Zum Glück durfte ich noch einige weitere Wunder erleben, dass sich mein Homöopathenleben gelohnt hat. Also wir merken uns, Naja ist das wichtigste Mittel für alle Menschen, bei denen Sexualität und Spiritualität sehr eng miteinander verwoben sind. Und es kann einmal sein, weil ich mich wirklich entscheide für einen tantrischen Weg, zum Beispiel bei Daniel Odier. Das ist ein Meister des kaschmirischen Tantras, bei dem ich einige Male lernen durfte, der auch einen ganz bestimmten Tanz, aber einen Tanz, der sich im Grunde autonom entwickelt, an die Menschen weiter gibt, den er, so sagt er, von seiner tibetischen Lehrerin in einer Zeit gelernt hat, wo er in Tibet in einer Höhle lebte, der Tandava, kann man eingeben bei Wikipedia oder bei YouTube, Daniel Odier, O-D-I-E-R, Odier, und Tandava, und dann sieht man ihn tanzen. Vielleicht stelle ich auch gleich noch auf mein Facebook und vielleicht kann der gute Jesko, wenn er dann den YouTube-Tipp macht, das auch unter dieses YouTube packen. Tandava nach Daniel Odier. Und ich glaube, dass dieser Tandava ein ganz schönes Exerzitium ist für alle Menschen, die mit Naja zu tun haben. Naja ist das wichtigste Mittel oder eines der wichtigsten Mittel für das Herz an sich. Das Mittel nach Matthias Dorci zur Nachbehandlung des Herzinfarktes. Da gibt man es gerne in einer D12 oder in einer tiefen LM-Potenz. Und es ist ein großes Mittel für Angina pectoris. Und immer wieder hier, wenn Sexualität besser. Und Sexualität kann man auch in einem etwas erweiterten Sinne sehen. Man kann auch sagen, alle Herzbeschwerden, wo eine Besserung durch Leibarbeit stattfindet. Wobei wir ja in der Leibarbeit die Genitalien außen vor lassen, aber die Art der Berührung, die Intention der Berührung ist ja schon eine, die sich direkt an die Lebenskraft des Klienten richtet. Oder auch wenn alles nach Kranio besser wird, oder selbst wenn es nach Osteopathie besser wird, oder nach Massage, das würde ich in diesen Bereich Sexualität besser mit einbeziehen. Und, auch wenn es natürlich kein Krankheitssymptom ist, aber wir behandeln ja Leute auch, weil sie ganz bestimmte Lebenserfahrungen machen. Wenn uns Leute berichten, dass sie in der Sexualität erleben, wie sich die geistige Welt mit ihnen verbindet, wie die geistige Welt in sie invoziert, wie sie zum Beispiel ja wirklich zu Kali, zu Shiva, zu weiß ich was werden. Immer an Naja denken. Nicht, weil es dann damit weggehen soll, ganz im Gegenteil, aber es ist ein typisches Zeichen für Menschen, die mit Naja in Verbindung stehen. Auch der große Bereich der Tantra-Massage hat ganz viel mit Naja zu tun. Das Gefühl, was ich oft erlebt habe bei Menschen, die im Bereich Tantra-Massage gearbeitet haben,
und eigentlich eine tiefe Beziehung dazu haben und auch den spirituellen Rahmen ihrer Arbeit gesehen haben, aber ein Fragezeichen hatte, ist es vielleicht doch irgendeine Form von Prostitution, ist es vielleicht doch was Verwerfliches, also auch hier dieses Fragezeichen hatte, Sexualität, Spiritualität, was ist es, auf welcher Seite der Barrikade stehe ich da, oder ist es genau meine Aufgabe, das miteinander zu verbinden, egal was die Menschen sagen, egal was im Grunde ja, eine angebliche Moral von mir verlangt. Das gleiche gilt zum Thema Dreiecksbeziehungen, von denen Anne vorhin gesprochen hat, wo Naja das Mittel ist für den Menschen in einer Dreiecksbeziehung, der im Grunde dazukommt und ja, in Anführungsstrichelchen negativ gemeint, das dritte Rad am Wagen ist. Es gibt ja auch Menschen, und auch ich habe so eine Erfahrung gemacht, dass ich Verbindungen hatte mit Menschen, die verheiratet waren, und ich das als etwas sehr Entspanntes, als etwas sehr Freies erlebt habe, aber weiß, dass es für die Männer, die in diesen Beziehungen waren, echt teilweise die Oberhärte. Und darum habe ich denn diesen Pfad auch verlassen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da zu kurz gekommen bin oder dass ich da gedemütigt worden bin. Ganz im Gegenteil. Aber Naja hat einfach eine Verbindung zu solchen polyamorischen Kontexten. Und wenn es ihr damit gut geht, der Naja, dann müssen wir ihr nicht Naja geben. Aber Naja erlebt eben oft, dass es im negativen Sinne das dritte Rad am Wagen ist und wenn es zu irgendwelchen Entscheidungen kommt, dann die Beziehung, die feste Beziehung, die Ehe dominiert und Naja dann im Grunde verstoßen oder verlassen wird. Und wenn es einem Menschen immer wieder passiert, dann ist es eine wichtige Indikation für Naja. Man könnte sagen, Naja ist das wichtigste Mittel für die Ehe, die ihn liebte. Und da Naja ja so hingebungsvoll ist, lässt sich Naja auch vertrösten. Wenn meine Kinder groß sind, dann verlasse ich meine Frau und komme zu dir. Dann sind die Kinder groß. Ja, jetzt sind die Kinder weg, aber meine Frau ist gerade so leidend darunter. Wenn die denn nicht mehr so leidet, komme ich zu dir. Und es geht dann über 20 Jahre. Und die Frau leidet darunter, weil sie ist als die Dritte im Bunde, aber auf ihre Art und Weise monogam. Sie hat ja nicht noch andere Beziehungen, wo sie meinetwegen Alltäglichkeit lebt, sondern sie sieht den eben alle 14 Tage, meinetwegen 3 Tage. Die sind wunderschön, aber den Rest ist er alleine. Und da habe ich oft erlebt auf Naja, dass mit einmal sowas kam wie so eine große Klarheit. Das will ich nicht mehr so. Entweder du trennst dich jetzt oder es geht nicht mehr weiter. Und dann habe ich beides erlebt. Dann habe ich erlebt, dass sich die Männer getrennt haben. Und dann mit dieser Naja geheilten Frau in eine tiefere Beziehung gegangen sind, oder die Männer haben sich nicht getrennt und die Naja unterstützte Frau konnte aus diesem Dreiecksverhältnis rausgehen und dann im Grunde aber auch eine Beziehung eingehen, wo sie genau das gekriegt hatte, was sie eigentlich wollte. Wobei bei Naja ist wirklich nicht das Problem, ein drittes Rad am Wagen zu sein. Das habe ich auch nie so erlebt. Wenn das Bedürfnis nach Nähe und Liebe und Zärtlichkeit erfüllt wird, dann kann Naja auch mit alle 14 Tage, 3 Tage wahnsinnig zufrieden sein. Und ich habe es auch erlebt, dass sich Menschen begegnet sind, die beide in einer festen Zweierbeziehung waren und dann noch gemeinsam im Grunde eine zweite Beziehung angefangen haben und dann aber dadurch zum Beispiel auch ihre Zweierbeziehung nochmal wie so eine Befruchtung erlebt. Sowas habe ich alles erlebt, aber dann muss man kein Naja geben. Naja gibt man dann, wenn im Grunde dadurch ein Leid entsteht, wenn irgendjemand die Zeche bezahlt, wenn irgendjemand ins Defizit kommt. Oder man sieht es einfach als Ausdruck der Person und wenn sonst Naja-Symptome da sind, gibt es man da als unterstützendes Symptom noch dazu Dreierbeziehung. Ja, das wollte ich zu euch noch sagen. Und ich wollte euch noch darauf hinweisen, es gibt eine ganz wichtige Differentialdiagnose zu Naja.
Lactama, die Hirschmilch. Wenn Menschen, primär Frauen, immer wieder in Dreiecksbeziehungen sind, die aber für sie deutlich defizitär sind. Also defizitäre Dreierbeziehungen. Dreierbeziehungen, die ganz befruchtend für mich sind, wo ich ganz viel kriege, wo ich eigentlich gar keinen Alltag leben möchte, weil ich möchte einfach frei sein, etc. etc. Da kann Naja ein Hinweis sein, aber kein Verschreibungsgrund. Aber wenn ich immer wieder in solchen Dreiecksbeziehungen bin und die immer wieder defizitär sind, dann an Naja denken und Naja schafft es, diesen defizitären Rahmen zu lösen und aus dem defizitären Rahmen einen Rahmen der Fülle zu machen. Und wenn es aber immer wieder passiert und Naja hilft nicht, dann an Lactama denken. Bei Lactama ist es alles noch ganz extrem, hat in den letzten 10 Jahren 20 Beziehungen gehabt, aber ist immer betrogen worden, ist immer abgezockt worden, wie die Berlinerin sagt, hat immer ins Klo gefasst. Da im Grunde dann an Lactama die Hirschmilch denken. Lactama, Naja. Wobei bei Lactama ist wenig Spiritualität drin und bei Naja ist die Spiritualität ganz, ganz, ganz stark. Ja, das ist das, was ich euch noch sagen wollte. Und wir haben es ja aufgenommen, wir stellen es jetzt noch ins Tube. Und ich freue mich einmal auf eure Fragen, wenn noch welche da sind, und dann auf Johnny mit Krotalus. Wenn du bitte ausschaltest.